Hallo meine lieben Freunde, Division 9 nun auch für Robert. Diesmal steht der Robert auf der Seite der Italiener mit dem AC Mailand. Mit AC Milan darf er ran gegen Arsenal. No? Oh, sehr, sehr mundkarg der Mann heute. Kann nicht schaden, konzentriere dich aufs Spiel. Los geht's gegen FIFA Ali 26. Also der FIFA-Ali, der bietet dir jetzt hier mal was an. Und ja, es ist unser zweites Spiel. Es war Hand, aber ist okay. Dafür Balotelli hat jetzt doch vollkommen freie Bahn. Balotelli 1-0, Motherfuckers! Dritte Minute, Balotelli. Ja, so sehr war das ein Handspiel. Aber klasse gemacht und damit ganz klares Zeichen gesetzt. Division 9. Oh, ich sag's dir, Division 8 is fearing us. Is in fear. Und der Robert gleich Bock. Boateng in der Mitte, natürlich viel zu lange gewartet. Aber macht nichts. Monreal, jetzt auf der Seite von Arsenal. Wenigstens ein Team, das wir noch nicht als Gegner hatten. Oder selbst noch nicht hatten. Da macht's richtig Spaß. Und der Robert muss ja wieder dasselbe nehmen. Nein, natürlich nicht. Wir hatten ja AC Milan noch nicht selbst. Nur als Gegner. Ne? Für alle, die jetzt haten. Und Mondolivo spielt auf Ambrosini und der hat Platz, der hat Platz, der sollte einmal mal draufhauen, genau, und der geht fast rein, der geht fast rein. So, und El Shaarawy jetzt mit dem Eckstoß auf Maxis und, oh, fast, gegen das Hesney kann man es machen. Der Ball kommt wieder zu AC Milan. Ja, der Schatten ist mega verwirrend, finde ich auch, absolut ätzend. Aber da musste jetzt durch, da musste kämpfen, Yepes Ambrosini. Und jetzt haut über rechts außen wieder Prinz, der Prinz, der Prinz. Kommt endlich mit dem Pass auf Ambrosini, aber viel zu lange. Da kommt nichts bei zusammen. Aber schau dir das an, Mailand holt sich immer wieder die Bälle. Und Arsenal ist viel zu schwach unterwegs. Arsenal zeigt bis hier noch gar nichts. Nach 11 Minuten kann man sagen, geh nach Hause, es hat keinen Sinn mit dir. Aber der Robert wird's nehmen, doch auf einmal steht Walcott da. Rechts außen und der ist natürlich schnell. Also einfach mal der schnellste Mann. Usted Pace, 96er Pace. Aber das war nix. Und wieder Kevin Prince Boateng. Jetzt hat eigentlich viel Platz, aber der will lieber gleich auf Balotelli spielen. Viel zu weit. Da ist Sethney. Er ist am Start. Der Sethney. Und Walcott jetzt. Wieder über rechts außen natürlich. Er wird wahrscheinlich sehr viel über rechts außen spielen. Hier wird alles über Walcott gehen, der einfach der schnellste Mann auf dem Platz ist. Und Ambrosini, De Jong. Der Jockel ist jetzt unterwegs und spielt auf Boateng. Jetzt auch viel über Boateng. Flanke diesmal mit... Aha, der Gegner hat erstmal Angst und geht ins Pausenmenü. Ja, aber vor Balotelli hätte ich natürlich auch Angst, wenn so ein Schwatzer mit einem Flugkopfball auf dich zu rast, dann kann dein Brustkorb schon mal platzen. Balotelli weißt du ja nie. Ne? Richtig, richtig. Wenn der dann nochmal extra sauer ist, weil er Ball nicht kriegt, dann bist du weg vom Fenster. In dem Sinne, Pause, warten wir auf den Gegner. Und auf einmal De Jong! Oh, da muss Stefnik sich aber... Und die Mega-Reflexe. Unglaublich, was hier abgeht. Leute, Wilshere. Oh mein Gott, der Ball kommt ja wirklich durch. Walk it. Yes. Oh nein. El Shaarawy am Ball. Und jetzt hat wieder Mailand mit dem Gegenangriff. Montolivo. Oh, da hat er aber schön stehen lassen, den Wilshere. Jetzt über Boateng. Mal wieder über Boateng. Und Boateng setzt sich durch, hat Platz. Geht nochmal in die Mitte. Und Boateng wollte da, glaube ich, schießen oder passen. Und da rastet der Trainer auf der Seitenlinie wieder aus. Immer diese Hasstiraden gegen die eigenen Spieler. Kein Wunder, dass die Spieler irgendwann in der zweiten Halbzeit keinen Bock mehr auf dich haben. Jetzt aber Walcott. Ich sag ja, Walcott ist heute das Einzige, was ich vorlese. Walcott. Es wie Neymar. Es ist ja auch ein Zungenbrecher. Und, oh, fast. Ich hätte es schon fast ahnen können, wäre der Ball zu Walcott gekommen. Montolivo jetzt hier am Ball beim FC AC Milan. Monreal. Podolski. Auf Walcott. Wer hat es gedacht? Walcott hat das Platz, setzt sich durch, aber da ist Maxis zur Stelle. Maxis extra noch aus Japan eingeflogen. Und De Jong holt sich den Ball. Und ja, Maxis ganz klar rettet hier den Ball. Und El Shaarawy jetzt. El Shaarawy mit der Nummer 92. El Shaarawy auf der Linksaußen. Geht, hat viel Platz. Kommt die Flanke, es kommt ein Pass. Und ich verstehe es nicht. De Jong da irgendwo ganz am Arsch der Welt. Das war nix. Und Walcott jetzt schon im roten Bereich. Hustet schon Blut. Jetzt hat Carzola.
Cazorla, ohne R nochmal. Cazorla, Cazorla! Und die Ox! Ah, das wäre es ja beinahe gewesen, ne? Aber jetzt hat Boateng und der setzt sich wieder durch. Keine Chance hier in der Abwehr. Ah, er hätte vielleicht einfach gehen müssen und jetzt will er den Balotelli schicken, aber der ist zu langsam. Und Wilshere. Arteta. Und es kommt. Achtung, ich kann es voraussehen. Noch nicht Walcott, aber jetzt, passt auf, ich wusste es. Walcott ist am Ball. Walcott ist am Ball. Ich weiß, ich bin der absolute Hellseher. Podolski, einfach mal aus 25 Metern. Und, ha, das war nix. Abiati lacht sich ins Fäustchen. Walcott natürlich auch mit der Ecke. Walcott macht heute alles, auch den Abstoß. Wart's nur ab. Und jetzt, was macht er denn? Mertesacker. Mertesacker, jetzt war ich schon vermalen. Vermalen, Tor, vermalen! Oh mein Gott, da war ja absoluter Bullshit am Rauchen. Und Mertesacker legt das Ding hier tatsächlich für Vermaelen vor. Und damit steht es 1-1. Wer hätte damit gerechnet? Das, nee, ich bin fassungslos. Ich bin gerade fassungslos. Wie konnte das passieren? Boateng jetzt. Jetzt müssen sie antworten. Jetzt müssen sie gleich zeigen, dass das nur ein Missgeschick war. Boateng. Da kommt der Pass. Aber El-Sharawi kommt nicht an den Ball. Tja, und damit wieder zurück. Und ich wusste es, Walcott ist es. Es ist einfach der Walcott. Walcott, der schnellste Mann der Welt. Und alles geht über Walcott. Podolski hat da vielleicht einen... Oh, und wieder, wenn Robert spielt, implodiert der Fernseher. Oh, schon wieder! Das ist ja unglaublich. Vielleicht das ist auch einfach mein hyperventilierender Kommentarstil. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall rutscht Robert gleich nochmal 2 Meter zurück. Ich rutsch nach vorne, denn wenn, dann soll's krachen. De Jong. De Jong setzt sich durch, schickt den Ball nochmal zurück zu Ambrosini. Jetzt auf Balotelli. Balotelli hatte doch eigentlich Platz gehabt. Und Boateng schießt den Ball einfach ins Aus. Der hat die Schnauze voll. So, Monreal mit dem Einwurf auf die Ox. Ox. Chamberlain. Don't mess with the Ox. Podolski. No. Montolivo. Yes, El-Sharawi. Ambrosini spielt drüber auf De Jong. De Jong, das sieht er natürlich wieder mal. Kevin Prinz Boateng. Kann der endlich mal was Gescheites in die Mitte bringen? Jetzt kommt die Flanke. Und kein Kopfball. Und Cazorla auf. Wer hätte es gedacht? Walcott. Podolski jetzt halt auf. Podolski am Ball. Walcott ist zwar der schnellste Mensch der Welt, aber wenn die Abwehr stimmt, dann nutzt dir all das Pace nichts. So, und jetzt Jeppes. Jeppes mit El-Sharawi. Balotelli. Ja, echt, ey. So, Ambrosini auf Boateng. Boateng sollte rüberspielen. Macht's aber dann doch selbst. Und jetzt kann Boateng endlich mal was vorlegen. Nein, kann er nicht. Es gibt Ecke. Und Montolivo wird die treten. Und er tritt sie tatsächlich. Und da steht er saugut. Und leider geht der Ball drüber. Und damit wird instant in die zweite Halbzeit gepfiffen. 3. Minute Balotelli mit einem überragenden Start. Dann Geplänkel. Viel Boateng auf Ego-Trip und nichts gerissen. Und dann kommt der Vermaelen und haut das 1-1 rein. Und wir springen in die zweite Halbzeit. Vielleicht nochmal so ein Start wie in der ersten Halbzeit. Würde dem Robert und dem Spiel gut tun. Montolivo jetzt. Und El-Sharawi, nein, er kann sich nicht durchsetzen. Walcott. Cazorla bleibt am Ball. Und es kriegt ihn natürlich Walcott. Walcott. Das war nix. Jeppes hat den Ball da. Maxis. Aber jetzt spielen sie ganz schön gefährlich hier im Strafraum hin und her. Ambrosini jetzt hat aber vielleicht natürlich über Balotelli. Und wer hätte es gedacht? Kevin Prinz Boateng. Es ist ja... Sie haben beide ihre Flügelspieler. Jetzt hat er wieder kein gescheiter Ball hinein. Boateng heute mit einer echt nicht so guten Leistung. Vielleicht einfach mal umrauchen oder auswechseln. Ja, das gibt natürlich auch vollkommen zurecht einen Freistoß für Arsenal, so wie der Dena weggeschrammelt hat. Geschreddert, geschranzt, gegrätscht, Podolski. Und der schießt einfach mal. Und die Latte! Wow, Podolski mit einem Hammer. Unglaublich. Und De Jong, jetzt müssen sie natürlich kontern. El-Sharawi und der hat Platz. Da laufen 2 Leute mit. Und dann muss er den Balotelli schicken mit dem Champions noch rüber auf Boateng. Aber er will es selber machen. Balotelli und schießt ihn ins Nirvana. Damn it. Oh Mann. Ja, ich, oh. Und schon wieder kriselt der Bildschirm. Was ist da los? Ich kann keinen kaputten Monitor gebrauchen, gell? Aber immer nur, wenn du spielst, gell? Ist schon komisch.
Deine Aura ist einfach ätzend. Mein Monitor hasst dich. Einfach Scheiß! Boateng, zack, wechselt den aus. Einsatz für den Arsch. Und, geil, absoluter Einsatz. Einfach mal abprallen lassen und sagen, pff, ich krieg ja mein Geld. Kann ich auch wie ein Wassereis in der Spüle rumluigen. Louis, Louis, Louis. Und da ist Wisher. Schön gestartet, Wisher. Schön gestartet, Bucket. Und Cassola. Und Podolski, da kann's doch. Oh. Meine Güte, da schwimmen sie in Italien. Oh, schon implodiert. Ach du Scheiße. Meine lieben Freunde, Kevin Prince Boateng jetzt natürlich mit dem meisten Einsatz, aber gerissen hat er noch nichts. Jetzt hat komm, Boateng, spielt ihn auf Ambrosini. Ambrosini, was macht er draus? Spielt ihn mit dem Balotelli, Balotelli, Tor! Nein! Oh, da war ich mir echt sicher, dass er den vorbeischiebt, aber klasse gehalten von Sefne. Ach du Mann, Scheiße. Wolken, Wolken, unglaublich, Wisher, Arsenal jetzt und die Ochs kommen hier hinbei. Und Boateng, Boateng, der Mann des Spiels auf Balotelli. Balotelli, kann er endlich mal was machen jetzt? Wird er gefoult? Nein, wer hätte es gedacht? Und es wird geklärt. Carson. Wolken, Wolken, der kriegt heute die 9-9, ich sag's dir. Wolken mit dem Spiel seines Lebens. Wolken, Wolken, he uses that pace. Wolken. Rennt so schnell, dass er jetzt ausrennt. Der ist schneller als sein Schatten und rennt einfach raus. Hat keinen Bock mehr, will heim zu Mutti. Die kocht nachher noch für ihn. Und Podolski jetzt aber. Podolski auf die Ochs. Die Ochs. Oh mein Gott, da ist ja... Oh mein Gott, der ist on fire. Der ist auf fire in the stadium. Balotelli mit einem Pass auf Montolivo. Und der Platz. Der Platz. Der braucht nicht das Pace. Da unten steht der linke Verteidiger und der ballert ihn einfach mal rein. Aber leider stehen die da unglaublich schlecht. Für Kopfbälle? Nee, also da muss man den Kopf schütteln. Wolken, Wolken jetzt. Ah, Arsenal. Oh mein Gott, ich glaube, es ist noch knapp Viertelstunde zu spielen. Ja, etwas über eine Viertelstunde und so langsam muss doch jetzt hier mal was passieren. Der AC Milan hat doch das Zeug dazu, aber jetzt kommt Wolke Podolski wieder mit so einem Hammer. Aber das war ja ein Schüsschen und Abiyati dachte sich nur, warum kriege ich dafür eigentlich Geld? Meine Oma ist dafür schon gestorben. So, Ambrosini auf De Jong. Und jetzt hat De Jong, De Jong, De Jong mal über außen. Vielleicht kann er es etwas besser als Boateng. Jetzt kriegt Boateng in der Mitte, gerne was draus, Boateng. Oh. Und Elsharabi holt sich den Ball vielleicht, es kriegt den Montolivo. Was macht er draus? Er setzt sich durch und... Oh, oh, und das Stadion ist mit mir, fühlt mit mir und wollt. Reißt den Arsch auf, diesem Dreckskümmelspalter hier. Und das hat er gehört und Cassola, nein, gut gestanden. Und nee, noch ist da gar nichts geklärt. Carasola wieder. Und diesmal kommt er gefährlich. Und Abiyati dachte sich, okay, den lenke ich jetzt mal ab, weil ansonsten ist mir langweilig. So, jetzt hat Arsenal 8 Minuten noch. Meine Lunge kollabiert gleich. Und der Ball wird geklärt. Und Carasola wieder. Oh, abgefälscht. Und gut geklärt. Gut geklärt. Und jetzt. Ah, vielleicht solltest du. Ja, ich sag einfach gar nichts. Abate. Abate. Von dem haben wir noch gar nichts gesehen heute. Ambrosini. Jetzt hat. Nein, 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 da fehlen mir die Worte. Es ist die Ochs und es ist Podolski. Podolski und die Ochs, jetzt hat, reißen sie die Stiere raus. Aber welches ist? Ich habe zu viel am Kleber geschnüffelt. Ambrosini. Nein, natürlich nicht. Aber Ambrosini, ich habe einfach Bock, ich habe einfach Bock. Und Ambrosini, oh mein Gott, der hat doch da so viel Platz. Sollte ihn aber zurückspielen. Oh nein, nein. Oh mein Herz, wird Zeit, dass du wieder moderierst. Ich kann gleich nicht mehr. So eine Aufregung für nichts. Oh mein Gott, die Ochs jetzt. Die Ochs. Chamberlain. 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 Aber es ist Maxis, der klärt. Und Boateng, ich sage Boateng, reiß den doch einfach mal vom Spielfeld. Ja. Oh mein Gott, da. Oh nein, wie hat die macht so spannend. Und die Schweine sind los. Was ist da los? Wisher zur Decke.
Walken, natürlich, auch nach der Ecke kommt direkt Walken an den Ball. Warum sollte man den auch in die Mitte spielen, wo Walken nicht steht? Walken auch mit dem Einwurf hat den meisten Ballkontakt hier heute. Und jetzt ein gefährliches Spiel, Podolski. Und zurück zu Abbiati. Und da ist das Spiel abgegeben. Und es gibt nochmal Einwurf. Tu es. Make us happy. Das war ja wieder Botte, konnte nichts werden. Und das Spiel wird abgeführt. Ich habe keine Worte mehr. Ich bin raus. Aber Botte ist bester Mann. Ist klar, ne?